dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Großes Hallo bei der Folge 13 der unseren Philosophen-Trilogie Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik hier auf dem Gleichsatzkanal, Besprechung, Erläuterung. Jetzt habe ich versehentlich das Programm geschlossen. Besprechung, Erläuterung von Textstellen zum Thema im Zusammenhang dargestellt von meiner Wenigkeit. Es ist alles noch in Ordnung. Wir befinden uns bei der Nummer 67 in der Abteilung Folge 13. Von einem schon bekannten Karl Georg Böse. Er spricht in der Abteilung Sinneseindrücke und dergleichen Wahrnehmungen. Wir finden, dass der Sinneseindruck unmittelbar nichts ist als ein Zeichen, welches der Deutung bedarf und sich derselben darbietet, dieser Deutung darbietet. Wir finden, dass der Geist diese Deutung vornimmt, durch alle ihm möglichen Mittel kontrolliert, in der Anwendung und Auffindung solcher wächst, in der Deutung dadurch immer sicherer wird und so die Sinneswahrnehmung schafft. Ist besonders deutlich am Beispiel zu späten Ehen gekommener Blindgeborener, beziehungsweise die dann später durch, was weiß ich, irgendwelche Umstände wieder zum Sehen kommen. Da lässt sich verfolgen, wie dieser Deutungsprozess völlig neu gelernt werden muss, wie die Dinge auf dem Kopf stehen, wahrgenommen werden, bis dann endlich eine Uminterpretation erfolgt. Also, es geht hier darum, dass in empirischer Hinsicht das, was in der Erfahrungswissenschaften, was da groß behauptet wird, dass etwas sich unmittelbar wahrnehmen lässt, dieser Unfug soll entkräftet werden, damit überhaupt dem Objektivismus an den Karren gefahren werden kann, müssen solche Irrtümer und Vorurteile ausgeräumt werden. Und erst dann tritt sozusagen der Nominalismus in Kraft und man kann behaupten, dass da nichts weiter sind als Namen, dass mit Namen operiert wird und eine subjektive Realität und subjektive Erkenntnis, das heißt eine in Verhältnissen stehende relative Erkenntnis allein möglich ist und alles andere die Behauptung dieser Allgemeingültigkeiten weiter als Charlatanerie, Demagogie, Unsinn, mit dem möglichst bald der Garaus gemacht zu werden hat. Wahrnehmung ist Urteilen, um es noch kürzer zu sagen, ein Interpretieren in vieler Hinsicht passiert das unbewusst.
man übernimmt einfach die Kategorie, die Anwendung der Kategorien bzw. der Begriffe auf die sogenannte Realität ist bei den meisten Menschen eine Selbstverständlichkeit, die keiner größeren Überlegung bedarf. Aber es ist und bleibt eben ein Urteil, und für seine Urteile ist man verantwortlich, kann man zur Rechenschaft gezogen werden, weil man sich damit auf ethischem Terrain befindet. Hier die Frage des Vorrangs, der Vorzüglichkeit von Normen, Werten eine Rolle spielt bzw. entscheidend ist für das Zustandekommen einer Ordnung, die das Gemeinschaftsleben regelt. Jetzt folgt die Nummer 68 wieder, KGB. Karl Georg Böse. Bei der Sinneswahrnehmung handelt es sich um eine rein geistige Schöpfung aus dem Substrat der Sinneserregung durch die Außenwelt. Die schaffende Kraft, sobald sie nachschaffend in Tätigkeit getreten ist, emanzipiert sich sofort von den realen Vorbildern ihrer Nachschöpfung, behauptet sich auf das Entschiedenste neben dieser und erhebt sich in der Schöpfung der Sprache über jene, nun abstrahierend, und strebt in schrankenloser Folge näher und ferner liegenden Neuschöpfungen entgegen, für welche am Ende aber nirgends reale auf die Sinnesorgane wirkende Vorbilder und Grundlagen gegeben sind. Jetzt muss ich doch auf einen Rekurs zurückgreifen, der mir wieder erwarten, nicht an dieser Stelle, aber hier ein Zitat von Ernst Plattner, den ich zufälligerweise gerade in der Reise habe, wie man in Bayern sagt. Dort heißt es, dass also für die Form der Vorstellungen gar kein realer Grund außer dem Vorstellungsvermögen stattfindet. Ich wiederhole, dass also für die Form der Vorstellungen, das heißt für den Begriff, gar kein realer Grund außer dem Vorstellungsvermögen stattfindet. Das heißt, das Vorstellungsvermögen bzw. wie es bei Hume heißt, die Einbildungskraft ist verantwortlich für das, was wahrgenommen wird. Letztlich muss man sagen, wenn es ans Eingemachte geht, nicht wenn's, wenn jetzt allgemeine Betrachtungen schon ausreichend sind oder gar nichts anderes interessiert. Es geht da um die Angelegenheiten, in denen unterschiedliche Auffassungen bestehen und Konfliktmaterial auch in Bezug auf Interessen. Heißt es, sich bewusst zu machen, dass diesen Wortschöpfungen letztlich im Grunde nichts Reales als Grundlage und Vorbild dient. Dessen muss man sich klar sein. Es folgt nun verschiedene Beispiele, wie diese Abstraktionen ausschauen. Die bekanntesten sind die Abstraktionen der Substanz oder Stoff, wie Obst, denen entspricht kein reales Gegenstück. Das ist eine
eine reine, gemäß Intentionen geschaffene Wortschöpfung. Und hier bei Gustav Gerber lesen wir, Kraftstoff sind nicht weniger Götter vor dem Erkennen als Ormuzd und Ahriman. Soweit ich mich erinnere, dass die Götter des Guten und Bösen in der PM. Der persischen Manichäismus oder Zarathustrismus, egal, also Götter auf alle Fälle. Atome und Anziehung der Körper sind nicht weniger Metaphysik als des Leibniz Monaden. Das war jetzt im 19. Jahrhundert Gustav Gerber, da hat es noch keine moderne Atomphysik gegeben und diese Auffassung, dass es sich dabei um Metaphysik handelt oder eben um Wortschöpfungen, denen nichts real Wahrnehmbares zugrunde liegt. Auch wenn es da dann in diesem, wie heißen diese Dinger, wo dann versucht wurde, mit Lichtblitzen Atome sichtbar zu machen, fällt mir jetzt nicht ein, diese runden Gebilde, wo dann die Atome da durchgeschickt werden. Egal. Also Metaphysik, das heißt spekulativ ist das alles, wird aber so gehandhabt, als hätte man es da mit realen existierenden Dingen zu tun, die genauso greifbar sind wie ein Stück Holz oder was weiß ich. Buch. Man glaubte an eine Materie, aber Materie existiert, wie gesagt, nicht, so wie Obst nicht existiert oder eben ein Teufel nicht existiert, aber doch als Prinzip eine nicht ohne Bedeutung für Menschen ist, die jetzt ein bestimmtes Verhalten, das sich mit moralischen Begriffen nicht mehr fassen lässt, dann eben als teuflisch bezeichnet wird. Wieso nicht? Dann in der nächsten Nummer geht's weiter mit diesen bloßen Sammelnamen, Abstraktionen. Wille, Gefühl, Verstand, Fantasie, Bewusstsein, Seele, alle diese Begriffe sind, denen entspricht nichts real Existierendes in dem Sinne, sondern damit werden Umstände oder Bewusstseinsvorgänge bezeichnet, um Unterschiede zu anderen, um jetzt ein Gefühl vom Verstand unterscheiden zu können, weil da eben doch ein anderes Verhalten oder andere Prozesse am Start sind und es sinnvoll ist, diese zu unterscheiden oder etwa von einem Wollen, ob hier von einem Wollen gesprochen werden kann, ist etwa in der Juris, in der Rechtsprechung von Bedeutung.
aber es sind Begriffe, Abstraktionen, Sammelnamen für ganze Tiraden an Erklärungen, die mit diesem einzelnen Begriff nur verkürzt aus denkökonomischen Gründen so beschrieben werden. Aber es darf niemand meinen, wie das eben gemeinhin im gemeinen Verstand so üblich ist, dass wenn jemand von Verstand spricht, dass das eine ausgemachte Sache ist. Oder von Vorstellungen. Ja klar, Vorstellungen. Oder Bewusstsein. Ja klar, Bewusstsein. Keine Frage, Bewusstsein oder Fantasie. Fantasie ist Fantasie. Fantasie ist nicht Realität. Und aus, damit hat sich der Fall. In solchen Differenzierungen und damit Klärungen bewegt sich das Ganze. So groben Vereinfachungen, wo es in Wahrheit oder tatsächlich darum geht, jetzt dem Ganzen eine reale Existenz nachzuweisen. Das Prinzip der Abstraktion gilt nämlich hier in diesen psychischen Begriffen, würde Otto Normalverbraucher dann auch noch zugestehen, dass es sich um keine realen existierenden Gegenstände handelt. Aber dieses Prinzip der Abstraktion gilt ja auch für die sogenannten realen Gegenstände. Da ist Buch die gleiche Verallgemeinerung für etwas Nicht-Existierendes. Es existiert kein Buch oder jetzt kein Hammer, weil der Hammer ein Sammelname ist, zusammengesetzt aus dem Griff und aus der sogenannten Tatze, wie der Schmied sagt. Wir kommen zu Nummer 71. Georg Redler aus seinem Buch über das Abstraktionsphänomen in der Erkenntnistheorie David Humes. Der Substanzbegriff ist keine Impression eines Reizes, denn er ist weder Farbe noch Geschmack noch Schall. Der Substanzbegriff ist keine Reflexion, denn er ist weder Lust noch Schmerz. Hume nennt den Substanzbegriff geradezu ein erdichtetes Etwas, Fiction, und sieht in demselben ein Produkt des Fantasierens, nicht des Denkens. Und man füge hinzu, dass zu einer Zeit, in der einfach noch alle Welt von Substanzen und Materie und dergleichen gesprochen hat, die größte Selbstverständlichkeit war. Hume im 18. Jahrhundert, im frühen 18. Jahrhundert und endgültig erledigt war der Substanzbegriff dann fast zu Beginn des 20. Jahrhunderts, aber auch nur in eingeweichten Kreisen in der breiten Masse ist er ja heute noch gang und gäbe. Wird von Substanzen gesprochen, als wäre das die größte Selbstverständlichkeit. Und nochmal Redler. Die Bildung von Allgemeinbegriffen ist nach Locke ein Kunstgriff des Verstandes. Ein Artefakt des Verstehens, wodurch die Mitteilung erleichtert und die Objekte in der Weise zusammengefasst werden, dass sie von uns in Reihen betrachtet werden und wir von ihnen sprechen können, als wären sie Bündel in Bündeln. Also ein Kunstgriff. Eine Technik,
mit der ein bestimmter Nutzen und ein Zweck erfüllt wird. So dass wir es mit einem Mittel zum Zweck zu tun haben und nicht mit einem Zweck an sich. Oder einem Mittel an sich. Die abstrakten, Nummer 73, die abstrakten Begriffe sind der Stolz der Rationalisten. Und damit wird eine nicht abzuleugnende Eitelkeit angesprochen, der sogenannten Bildungselite, die sich auf ihren Quark immer schon sehr viel eingebildet haben. Und je abstrakter, desto klüger glaubte man, hier formulieren zu können, war schon, man muss sich da immer vor Augen halten, dass bis ins 18. Jahrhundert, noch zu Zeiten Kants, war der Großteil der philosophischen Literatur in Latein und der Begriff Abstraktion sowieso nur wenigen Leuten ein Begriff, so dass bis ins 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert allmählich die Akademiker ihren Nimbus als gelehrte Autoritäten verloren haben, indem gerade durch die Relativitätstheorie in der Physik dann auch der Gedanke der Relativität in anderweitige Vorstellungen eingeflossen ist. Aber bis dahin haben diese Leute unumschränkt die Obrigkeit für sich in Anspruch genommen. Akademiker und Kleriker waren die Autoritäten bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Und dann hat sich das Ganze mit dem erwachten Wirtschaftsleben geändert, sodass die Geldautorität eine größere Rolle gespielt hat und heute kaum mehr eine Forschung ohne solche Geldautoritäten zustande kommt. Es folgt die Nummer 74. Darin wird auf die Funktionalität der Sprache hingewiesen. Es wäre gar kein Denken denkbar ohne diese Begriffe, das muss man sich vor Augen halten. Aber ein unreflektierter Gebrauch dieser Begriffe führt nicht nur unter Umständen, sondern in der Regel zu einem Missbrauch. Nicht nur der Sprache, sondern auch des Denkens. Zu einem Erschleichen von Vorteilen mittels betrügerischer Argumentation. Dann die Nummer 75, Rationalismus als Sammelname wieder einmal
für die Tendenzen, dass sich eben, das heißt die Tendenzen für die Methode, dass sich Realität und Begriff eins zu eins decken. Dass mit einem Begriff Realität identifiziert werden kann. Das ist das Prinzip, das hinter diesem Begriff Rationalismus steckt, auch hinter dem Begriff Logik und dann Objektivismus sowieso, auch Positivismus, der in der sogenannten Naturwissenschaft zum Credo derselben gehört. Es ist etwas positiv gegeben, das als solches auch unmittelbar wahrgenommen werden kann. Das ist damit gemeint, dass etwas begriffsrealistisch ist. Und diese Auffassungen werden von mir und sehr vielen anderen Denkern, sage ich mal, Philosophen, Schriftstellern bekämpft, aus unterschiedlichen Gründen, weswegen es auch nicht einfach ist, eine Opposition mit einer Stimme zu sammeln, aber der Feind heißt logische Allgemeingültigkeit, äußert sich in nicht legitimiertem Herrschaftsgebaren mit der Forderung zu folgen, ohne eine ausreichende Begründung dafür zu liefern. Weil man eben den Autoritäten glauben muss, weil man es nicht besser weiß, in der Regel, die meisten Menschen wissen es nicht besser. Es folgt die Nummer 76, Sprache drückt einen drängenden Wunsch nach Machbarkeit, Planung und Entmystifizierung aus. Ordnung, kann man sagen, einen gängigeren Begriff zu gebrauchen. Aber mit der Sprache, lege ich Wert darauf, festzustellen, dass mit die Begriffsbildung ein rudimentärer Akt der Machtausübung ist. Und auch als solcher verstanden werden sollte, mit der Verteidigung der eigenen Begriffsbildung und damit auch Sicht der Dinge. Und das war es jetzt leider schon wieder gewesen. Meine Zeit ist um. Weiter geht's das nächste Mal. In der Folge 14 der philosophischen Trilogie Abstraktionen, Realismus, Sprachkritik, dem Gleichsatzkanal und der Nummer 77. Der Friede sei mit euch, ich bin dann weg.